Ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig, sagen, das Erbe der Freudschen Psychoanalyse als einer nicht institutionalisierten, allenfalls durch eigene Prozesse, Prozesse, die politisch sind in diesem Sinne, dass sie selbst als Prozesse das Denken produzieren, auf dem sie gründen. Dass die Psychoanalyse genau das tut. Und dass sie sagen, in einer asketischen Geste Abstand nimmt von all diesen Institutionen. Also Gesundheitsinstitutionen und universitäre Institutionen. Nur ganz kurz, weil ich will das nicht monopolisieren. Ich wollte eigentlich jetzt nicht auf eine intensive Kritik der Institution hier oder woanders hinaus, sondern in Ihrer Darstellung über Psychoanalyse und die Universität, um mit Ihrem vorhergehenden Sprecher zu sprechen, war so eine sehr klare Abgrenze zwischen Gut und Böse. Die Universität ist nicht so, wie sie sein soll und macht alle möglichen Problemlösungen und die Psychoanalyse macht es vielleicht richtig und wir haben diese Kritikfunktion. Es gibt aber doch auch vielleicht, und da wird es ein bisschen brenzlicher, ein Begehren, ein Machtbegehren auf der Seite der Psychoanalyse. Und das müsste man sich doch auch anschauen. Es ist ja nicht so, das ist ja, wenn ich das jetzt wagen darf, sozusagen auch Ihre Interpretation, dass die Psychoanalyse jetzt als Laienanalyse oder wie auch immer nicht so strukturiert ist, dass sie institutionell ist. Es war nicht immer Freuds Vision. Und es war vor allen Dingen auch Freuds Vision durch die Gesellschaften und durch die Ringe oder wie auch immer. Es gibt ja dieses als Schatten, was mitschwingt. Und ich glaube, da muss man sich auch, das muss man auch im Kopf behalten, um mal die Grauzone anzusehen. Ja. Also ich glaube, dass Psychoanalyse ein genuin machtscheues Terrain ist. Und dass die Machtscheue und das Denken, also Askese in Bezug auf Moral und Askese in Bezug auf Macht ist natürlich zum Prozess machen kann. Dieser Prozess ist politisch auf eine gewisse Weise, aber diese Politik ist keine Machtpolitik. Und das wäre sozusagen eine Weise, in der man das bedenken könnte. Aber natürlich, wir sprechen alle, Sie und ich, von der Psychoanalyse, weil aus sprachlichen Gründen, um die Kommunikation abzukürzen, aber es gibt die Psychoanalyse nicht. Also es gibt, nicht wie du das siehst, aber es gibt die zersplitterte Psychoanalyse, ne? Und natürlich ein Großteil der Psychoanalyse hält die anderen nicht für Psychoanalytiker. Also das gehört natürlich auch dazu. Aber das gehört zu der Psychoanalyse dazu. Hm? Irene, du hast noch eine Frage? Ich spreche laut genug. Das weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich den roten Faden noch finde. Also erstmal zu Gutenberg, was ich auch wirklich erstaunlich fand. Nicht nur diese defensive Reaktion oder diese, wie Sie das jetzt geschildert haben. Es hat ohnehin lange gedauert, bis sich wirklich jemand zum Wort gemeldet hat. Ich weiß nicht, also da ist ja schon das Thema durch alle Talkshows gegeistert. Ich fand da allerdings, wie sich der Rest der Republik dazu verhalten hat, auch mehr als beunruhigend. Weil wir haben auf der einen Seite haben wir diese Exzellenzdiskussion, diese Fetischisierung von Exzellenz. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass Wissenschaft offensichtlich gar keine Bedeutung mehr hat oder eine zu vernachlässigende Größe darstellt. Weil es hat ja eine gewisse Zeit so ausgesehen, als könne er sogar damit durchkommen, nicht? Wie Merkel eben sagte, also sie hat nicht den Wissenschaftler angestellt, sondern ihn als Verteidigungsminister eingestellt. Soweit so gut. Also das, was Sie sagen, finde ich hochinteressant, nämlich was ich glaube, dass es heute diese Intoleranz gegenüber asymmetrischen Beziehungen gibt. Deswegen gibt es auch diesen Missbrauchsdiskurs, diesen Diskurs über sexuellen Missbrauch, in dem sehr viel mehr verhandelt wird als nur sexueller Missbrauch. Da geht es nämlich um eine Neukodierung des Generationenverhältnisses. Und das betrifft natürlich auch das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Also das heißt, es gibt heute eine große Sensibilität gegenüber Missbrauch in all diesen asymmetrischen Relationen.
Jetzt kann man das natürlich kritisieren und auch das mit der Evaluierung, dass man sozusagen evaluiert. Offensichtlich gibt es ja gar keine Kriterien, man kennt sie nicht, sonst müsste man nicht ständig evaluieren. Ja? Und das sind dann so, es soll Sicherheit geben. Aber es ist doch auch so, dass man diese genealogischen Pfründe oder diese Genealogien an den Universitäten auch ein bisschen satt hat, auch innerhalb der Psychoanalyse. Also ich meine, das ist, hat ja auch ein emanzipatorisches und befreiendes Moment und nicht nur Sie wissen sicherlich, was ich meine. Also da ist ja auch an diesen diesen Lehrer-Schüler-Verhältnissen, da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Und diese Abhängigkeiten, die da installiert worden sind, und man muss sich das ja nur ansehen, wie das in der Psychoanalyse auch ist. Also ich meine, es wird immer wieder dasselbe behauptet und diskutiert und damit natürlich auch als Realität gesetzt. Ja? Und realitätssetzende Mechanismen, das scheint mir heute ein bisschen aufgeweicht vielleicht. Und ich weiß nicht, ob das nicht nur nachteilige Effekte hat und nicht auch ein paar gute möglicherweise, wenn man das so allgemein sagen kann. Ich mache jetzt erstmal eine Pause. Ja. Also nur das sagen, da muss ich sagen, in zwei Stimmen oder zwei Personen darauf antworten. Also hochschulpolitisch gesagt, ich sehe überhaupt nichts Gutes, nichts Emanzipatorisches in der Evaluierung, überhaupt nichts. Nein, in der Evaluierung. Nein, auch nicht in den Mechanismen sozusagen der Auflösung eines. Also ich halte das nicht für die Befreiung zu irgendeinem egalitäreren Zustand an den Hochschulen. Also die Erfahrung zeigt, sagen, im Kleinen wie im Großen, dass es sozusagen die Willkür verstärkt. Also es fordert nicht Transparenz, es fordert nicht Republikanismus, weder als Kultur noch als Verfahren. Also das, also glaube ich nicht. Das ist eine hochschulpolitische Position. Und so. Psychoanalytisch würde ich sagen, ist die Evaluierung und sozusagen die Verabschiedung des asymmetrischen Verhältnisses, das heißt die Einführung einer radikalen Äquivalenz, das heißt der Markierung aller Beteiligten durch denselben Signifikanten, um es lakanistisch zu sagen, nämlich den Signifikanten des Maßes, ist die letzte Form dessen, was Freud in das Unbehagen der Kultur beschrieben hat. Ich glaube, es ist nach der dritten Stufe des ausgebreiteten Christianismus und dessen Zergehen, ist es eine vierte Phase darin. Und so müsste man es verstehen. Es ist das heißt, es hat etwas zu tun mit dem, was Freud in diesem Text als Fiktion, aber als notwendige Fiktion beschrieben hat. Das heißt, es hat etwas zu tun mit dem, was er den Vatermord genannt hat und der Urhorde, das heißt, das Problem des grenzenlosen Genießens und der Notwendigkeit dieses Verbrechen und der Traumatisierung durch die Wiederholung von mehr oder weniger sinnentleerter und nie an diese Sache heranreichende, sondern nur an ihren eigenen Mechanismus der Schuldsetzung und Entsühnung heranreichende rituelle Mechanismen zu ersetzen. Deshalb ist Evaluierung ist eine Form der Initialisierung, ist ein Initiationsritus in diesem Sinne, nicht religionshistorisch streng genommen, aber auch die Art und Weise, das könnte man sozusagen erläutern durch die Art und Weise, wie er eingeführt wurde. Man wird evaluiert und dadurch hat man das Recht, andere zu evaluieren. Es ist nicht sozusagen nur die Applikation eines Mechanismus, sondern es hat etwas zu tun mit sozusagen dem Einstieg in eine neue Form des sozialen Miteinander, dessen Zentrum abwesend ist. Und deshalb hat es sozusagen die Struktur des Initiatorischen im Sinne auch einer Bezugnahme auf ein mystisches Zentrum im Sinne des Initiationsmythos. Insofern ist es streng in der Logik dessen, was Freud in das Unbehagen der Kultur beschrieben hat. Das sind die zwei verschiedenen Antworten auf die Frage dieser Äquivalenz. Aber was hat das dann mit dem Wissen zu tun, was an den Universitäten produziert wird, wenn es nicht mehr so libidinös besetzt werden kann? Also ich weiß nicht, es gibt einen symbolischen Bedeutungsverlust des Wissens offensichtlich. Man kann alles sagen und es ist irgendwie, und man kann es bleiben lassen. Das ist doch, das hat sich, glaube ich, in diesem Gutenberg-Geschichte hat sich das auch gezeigt. Das ist ein Stück weit irrelevant. Ja, das aber ist die, was hat das, das ist ein Symptom und wofür? Es ist ein Symptom für die Geschichte des Unbehagens in der Kultur.
Das ist eine bestimmte, ich glaube, das ist eine, ja, das ist das Symptom dafür. Das gespeist ist durch eine letzten Endes, und da ist ja Freud nicht fern davon, durch eine materialistisch zu verstehende Geschichte. Das heißt, die Antriebe liegen nicht in den Effekten, die diese Antriebe produzieren. Das Einzige, was man tun kann, ist auch nicht sozusagen die Entstehung einer, sozusagen eine Genealogie nachverfolgen. Das Einzige, was man tun kann, ist die Konstellation beschreiben und den Schatten, der durch die Reflexion auf den Ursprung auf diese Konstellation geworfen wird, mit zu beschreiben. Das hat Freud in historischer Hinsicht getan, weil er von dem Ursprung der Geschichte gesprochen hat. Diese Konstruktion ist für uns sehr schwierig geworden und deshalb ist sie, glaube ich, nicht diejenige, mit der wir operieren sollten. Ich glaube, es ist viel, also in unserem Falle ist der Schatten, der auf die Evaluierung geworfen wird oder auf diese Evaluierung fällt, ist dasjenige, worin das Ganze ohnehin steht, nämlich die Marktgesetze, in denen diese Evaluierung und sozusagen die Reform der Hochschule gehorcht. Der Mechanismus selbst hat aber die Struktur des Initiatorischen, des Ritualen, des Wiederholenden in Bezug auf ein abwesendes Zentrum, das selbst darin nicht in Erscheinung treten kann. Wie die anderen Formen der Bezugnahme auf den sogenannten Vatermord in Freuds Geschichte auch. Das ist die Anlage, glaube ich, in der ich das, sehen würde. Aber die Frage ist dann auch, wie geht man damit um? Also mit wie kann man dagegen steuern? Also ich meine, alle leiden unter der Evaluierung und unter diesen Entwicklungen, aber alle tragen sie zugleich mit. Also man ist ja nicht... Das stimmt ja nicht. Leute protestieren dagegen, das stimmt nicht. Also, in München. In Wien auch. Manche machen sogar Analysen. Da kommt man der Evaluierung mit an. Bitte? Und dann entkommt man der Evaluierung der Universität. Natürlich, das ist doch Analyse, also Analyse auf eine gewisse Weise zu machen, ist sozusagen eine Position gegen die Hegemonie der Äquivalenz in der Gesellschaft im weitesten Sinne, natürlich, klar. Sich in dieses Verhältnis zu begeben, sich in diese Sache zu begeben, heißt, eine Position zu haben, die sagt, ich mache was, und das kostet Geld, das kostet meine Existenz in ihrer bestimmten Form, weil sie wird diese Existenz verändern, und das kostet mich sozusagen die Konstellation, in der ich lebe, insofern ist es nichts Beiläufiges, eine Position zu vertreten, in der ich sage, ich mache das unter sozusagen Suspendierung dessen, was hegemonial für unsere Gesellschaft ist, unser Bildungssystem, unser Wirtschaftssystem, unser politisches System und so weiter. Insofern ist es eine sehr deutliche Position. Okay. Are there still other questions, or is everybody getting very tired? Yes, I have the impression everybody is. So, first of all, thank you, Markus.